Gute Stimmung in der tatsächlich mit 2500 Zuschauern gefüllten Zwickauer Arena. Das 0:2 vom Wochenende gegen Kaiserslautern wollen die Zwickauer Fans möglichst schnell vergessen. FSV-Trainer Enox rotiert, Frick, Hauptmann und König in der Startelf. Und genau jener König bekommt die Kugel von der Kölner Abwehr quasi serviert. Baumann zielt dann aber knapp daneben. Die Chance zur Führung in der 4. Minute. Die Reaktion der Gäste aus dem Rheinland 15 Minuten später. Viktoria Topscorer Risse mit straffem Vollspannschlag auch daneben. Ein richtungsweisendes Spiel. Der Gewinner entledigt sich zunächst erstmal der größten Abstiegssorgen. Baumann klärt kurz vor der Linie des eigenen Kastens. Auf der anderen Seite bringt eben jener Baumann den Ball nicht sauber zu Hauptmann, der daraufhin deutlich verzieht. 0:0 zur Pause. Wird es wieder ein Remis für die unentschieden Könige aus Sachsen? Der eingewechselte Göbel will das nach dem Wechsel verhindern. Der ebenfalls eingewechselte Lokotsch glücklos und letzten Endes auch noch im Abseits. Es geht munter hin und her. Risse, scharf nach innen. Und Handle nimmt die Kugel direkt haarscharf vorbei in der 60. Minute. Schlussoffensive Zwickau. In der Nachspielzeit Ecke Göbel. Seine Hereingaben immer gefährlich. Und dann ist Lokotsch da. Das 1:0, der finale Punch für die Schwäne. Das zweite Saisontor von Lokotsch. Sicher Zwickau am Ende glückliche 3 Punkte. Der Ball fällt dem 25-Jährigen glücklich vor die Füße. Ich hatte jetzt auch eine längere Durststrecke, nur in den Freundschaftsspielen getroffen. Deswegen freut mich, dass ich heute der Mannschaft dann noch die 3 Punkte geben konnte. Es ist Abstiegskampf. Es geht hier um den Verein, dass wir in der Liga bleiben und ganz, ganz wichtige 3 Punkte. Es ist ein dreckiger Sieg, es tut immer gut. Natürlich für eine gegnerische Mannschaft ist es extrem bitter. Trotzdem, wir brauchen uns nicht schämen. Durch den 7. Saisonerfolg klettert Zwickau in der Tabelle auf Rang 11.